Herzlich willkommen beim Digitalprogramm der Art Karlsruhe, Art Karlsruhe Selections. Mein Name ist Roswitha Zytowski und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen bei dieser neuen Form. Natürlich wären wir sehr gerne mit Ihnen jetzt über die Messe gegangen, hätten Ihnen Kunstwerke gezeigt, wären mit Galeristen ins Gespräch gekommen. Aber wir wissen es alle, dieses ist in diesem Jahr so nicht möglich. Umso mehr freuen wir uns, mit Ihnen jetzt eine Kunsttour im Duett zu gestalten. Und das ist wirklich auch, dass wir Ihnen ein bisschen zeigen möchten, was alles an Kunst zu sehen ist. Die Galerien haben teilweise auch ein Programm gestaltet mit Ausstellungen von Künstlern, die wir jetzt vielleicht auch besprechen werden. Kunsttour im Duett, das heißt, wir sind zu zweit. Ich habe tatkräftige Unterstützung mit meiner Kollegin Laura Soldo. Und während ich hier tatsächlich in Karlsruhe auf dem Messegelände stehe, in einem eigens für dieses Format kreierten Studio, befindet sich Laura einige Kilometer von mir entfernt. Die Technik macht es möglich. Und ich sehe meine Kollegin Laura auch schon und ich hoffe, ich höre sie auch gleich. Und sage ganz herzlich willkommen, liebe Laura. Ich freue mich, dass wir das jetzt gemeinsam gestalten werden. Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Laura Soldo und wie schon erzählt wurde, ich bin heute live aus Freiburg mit dabei und ich freue mich, Roswitha, dir an der Seite zu stehen und mit Ihnen ausgewählte Werke der Art Selections zum Thema Materialität in den Blick zu nehmen und vielleicht auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Genau, und Laura sagt dann nämlich schon was sehr Richtiges. Wir sind nämlich jetzt wirklich live und das heißt für Sie, dass Sie uns Fragen stellen dürfen. Laura hatte sozusagen das im Blick und am Ende unserer Präsentation haben Sie die Gelegenheit, dann wird Laura die Fragen vorlesen und wir versuchen sie dann gemeinsam zu beantworten. Ja, Materialität. Das Material ist natürlich etwas, was uns oftmals magisch anzieht, wo wir ein Kunstwerk entdecken und es vielleicht sogar berühren wollen, es erfassen wollen, begreifen wollen. Also ich denke da zum Beispiel wirklich auch an diesen polierten Marmor. Das ist etwas, wo ich kaum widerstehen kann. Das heißt also, Material ist wirklich etwas ganz Wichtiges, was uns natürlich in unserer Menschheitsgeschichte, aber natürlich auch in der Kunstproduktion wirklich schon sehr lange begleitet und beschäftigt. Es gibt natürlich die traditionellen Materialien. Wenn wir jetzt eine Führung machen würden, würde ich vielleicht sogar die Gruppe fragen, an welche Materialien denken Sie dann? Dann kommt oftmals natürlich der Stein oder das Holz oder das Metall. Und in der Tat haben wir damit eigentlich auch schon die traditionellen Materialien eingegrenzt. Vielleicht sind das alle. Aber wir gucken mal, ich denke mal, wir werden noch viel mehr entdecken können. Und den Stein habe ich gerade schon angesprochen. Und ich frage jetzt gerade mal meine Kollegin Laura nach Freiburg, wenn du Stein hörst, an was denkst du denn als erstes? Stein, ja, als Stein, als traditionelles Werkmaterial, da würde ich schon zunächst einmal an die Steinbildhauerei denken, Denkmäler, Grabdenkmäler, aber auch an Statuen, aber vor allen Dingen auch an Architektur, da Sakralgebäude oder Profangebäude, wenn wir vielleicht so an die Palazzi in Italien denken, aber auch an Stadtbau im Gesamten, beispielsweise die Stadt Dubrovnik in Kroatien. Da führt der weiß marmorierte Stradun, also die Hauptstraße, direkt in die Hauptstadt, also in die Altstadt rein und ist gesäumt links und rechts mit weißen Steinhäusern und wichtigen Denkmälern, Brunnen, Statuen aus der Renaissance. Ja, Stein, so würde ich sagen, als Stadt- und Landschaftsbestandteil. Mhm.
Ja, und du deutest aber auch schon was an. Es ist natürlich auch wirklich in der figürlichen Darstellung sehr besonders. Also wir haben natürlich die großen Künstler wie Michelangelo halt, ja, als ein Beispiel halt eben mit diesem Marmor und den figurativen Arbeiten. Ja, jetzt habe ich Ihnen vielleicht schon ein bisschen Lust gemacht auf den Stein und ich möchte an der Stelle vielleicht mal einen Künstler zitieren, nämlich den großen Maler Max Beckmann. Weil der hat nämlich gesagt, schließlich solle man ja nicht mit den Ohren sehen, sondern mit den Augen. Und deshalb wollen wir Ihnen jetzt auch mal einige Kunstwerke zeigen, damit Sie dann einfach auch sehen können, wovon wir jetzt eigentlich reden. Und Laura hat ja gerade eben schon von der Architektur gesprochen und ich habe die Figur eingebracht halt. Und schauen Sie mal, ich präsentiere Ihnen jetzt mal einen belgischen Künstler, Martin Welbeck und ja, das ist Stein, das ist keine Figur, es ist eben auch in dem Sinne keine Architektur, sondern ein Objekt. Bei dem Foto, was wir jetzt hier sehen können, da hat man so ein bisschen den Eindruck, als sei es wirklich ein Vollkörper, also eine Kugel. Aber das ist es nicht, sondern es ist eigentlich ein Wandobjekt, ein Relief. Der Martin Welbeck ist ein Künstler, der durchaus auch im öffentlichen Raum große Arbeiten macht halt. Aber wer häufiger auf der Art Karlsruhe schon war, halt, hat sich vielleicht schon an seinen Arbeiten erfreut, denn er ist wirklich jemand, der versucht, aus dem Stein alles, was irgendwie möglich ist, herauszuholen, um es auch zu einem attraktiven Wandobjekt zu machen. Ja, Laura, und wenn wir uns jetzt mal kurz diesem Stein hier widmen, dann können wir ja erkennen, wir haben im Prinzip zwei Farben. Wir haben einfach mal diese dunkle Farbe in diesen Schnitten und wir haben natürlich eine sehr auffällige Farbe auf der Oberfläche. Ist die Rede vom Bluestone? Laura, ich darf dich mal gerade fragen, was verstehen wir denn unter einem Bluestone? Bluestone, ja, wie der Name schon verrät, muss es sich da wohl um einen Blaustein handeln. Blaustein ist ja eine Basaltart, ähnlich wie Granit, ein sehr starker, harter Stein mit einer spröden Oberfläche. Das können wir sogar an dem Bild auch erkennen. Von der Verwendung her würde ich sagen, kennen wir Blaustein eigentlich sehr stark vom Terrassenboden oder auch Arbeitsplatten, Waschbecken, aber wird auch eben in Kirchenausstattung verwendet. Was ich jetzt sehr interessant finde, wenn man weiß, dass Blaustein poliert wird mit der Hand, dann wird er eigentlich dunkler. Und deswegen überrascht mich jetzt auch die Farbe. Mit Sicherheit auch diese Gitterlöchern, die sind sicherlich bearbeitet worden, gesägt oder gehauen. Der Freiraum dazwischen, spannend, eine richtige Steinpraline. Vielleicht kannst du uns mehr verraten, Roswitha, über das Orange. Ja, also tatsächlich arbeitet der Martin Welbeck teilweise fasst er auch seine Arbeiten. Das heißt also, er kommt wirklich Farbe extra aufgetragen ins Spiel. Aber hier arbeitet er wirklich mit diesem natürlichen Oxidationsprozess halt, der nämlich bei diesen Blausteinen diese wunderbare orangene Farbe bringt. Also das heißt, er arbeitet eigentlich nur mit dem, was dem Stein, wenn man so will, auch immanent ist. Ja, und ich denke mal, hier mit dieser Arbeit von Martin Welbeck haben wir eigentlich einen ganz schönen Einstieg, denn wir haben eigentlich ein bisschen versucht, Ihnen auch bei den traditionellen Materialien Kunstwerke zu suchen, auszusuchen, die Sie vielleicht ein bisschen überraschen können. Und ich denke, bei dem Martin Welbeck hier, dem Bluestone Oxidation, dürfte das schon ein bisschen der Fall sein. Ja, sehr spannend. Korrosion ist ja auch im Alltag ein Effekt, den wir kennen, zum Beispiel das Korrodieren von Eisen oder Stahl. Stimmt, da hast du wirklich recht. Im 20. Jahrhundert nutzen das die Künstler tatsächlich, um ästhetische Effekte zu haben. Ein sehr spannendes Beispiel. Genau, wir haben das nämlich auch natürlich beim Metall, ne, beim Stahl halt, da kennen wir das natürlich auch her. Einmal dieser gebürstete und dieser korrodierte Stahl im Einklang beziehungsweise im Dialog. Ja, also den Stein haben wir hier auf diese Art und Weise präsentiert und ein anderes Material, was wir jetzt sehen können.
Was Sie vielleicht auch ein bisschen überraschen wird, halt hier Willi Sieber, ein Wandobjekt. Schauen Sie sich das mal an. Es handelt sich dabei um Bronze. Und Bronze ist auch etwas, was wir aus dem öffentlichen Raum kennen, von den Denkmälern, Heldendenkmäler. Denken Sie an die ganzen Reiterbilder bzw. Reiterstatuen, halt, die oftmals ja auch in Bronze sind. Aber das geht hier natürlich in eine gänzlich andere Richtung. Laura, hier haben wir wirklich diese hochpolierte Bronze und wir haben keine figürliche Darstellung. Korrekt. Ja, Willi Sieber ist ja international sehr bekannt für sein Spiel mit Formen, die auch in Flächen, die in den Raum greifen. Hier diese polierte, überpolierte Bronzestein, der ja fast schon spiegelt und Raumtiefe uns gibt. Also wenn wir jetzt wirklich selber vor dem Kunstwerk stehen würden, würden wir wahrscheinlich uns sehen und noch sehr viel mehr in den Raum rein. Interessant ist vor allem, das glaube ich, wird ja gar nicht so deutlich, wie groß diese Bronze ist, 97 mal 70, also knapp 1 Meter lang und 70 Kilo schwer, also schon eine beträchtliche Größe und Gewicht für ein Wandobjekt. Ja, und damit deutest du auch schon ein bisschen was an, ne? Also das Thema ist ja analog, digital und dann eben die Materialität. Natürlich, diese Fotos sind hier wunderbar, aber dieser Eindruck, den du gerade nämlich schilderst, dass es sich nämlich eigentlich um ein ziemlich großes Wandobjekt handelt, den bekommen wir jetzt natürlich so nicht wirklich übermittelt. Ja? Dafür müssten wir es jetzt wirklich an der Wand sehen. Aber du hast es auch angedeutet, hier geht es nicht nur um die Form als solches, sondern es geht eben auch um die Reflexion, um die Spiegelung. Ne? Also das heißt, auf der einen Seite spiegelt sich eben der Raum, aber würden wir jetzt davor stehen, würden auch wir uns in einer anderen Form auch spiegeln können. Ja, der Willi Sieber halt hier wirklich mit der Bronze, also ein Metall. Und jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, Antonella Zazzera, eine Italienerin. Und Sie erahnen es, wir kommen jetzt von der doch eigentlich sehr edlen Bronze hin zu einem Material, was wir eigentlich auch aus einem anderen Zusammenhang kennen. Und das ist hier der Kupferdraht. Und auch das hier ein Wandobjekt. Und Sie können es vielleicht ganz gut sehen auch. Also es ist nicht nur das Wandobjekt, das sozusagen das Kunstwerk schafft, sondern eben auch noch der Schatten, der dahinter geworfen wird durch dieses Kunstwerk. Ja, dieses Schattenspiel halt, das ist wirklich auch etwas, was wir ja häufiger erleben können bei den Wandobjekten. Hier bei der Antonella Zazzera auf diese Art und Weise einmal wirklich gebogen. Also wir haben hier wirklich nur diesen Kupferdraht. Und vielleicht erinnert sie das auch ein bisschen an etwas. Laura, hast du eine Idee, an was man da denken könnte? Aber ja. Gut, also Kupfer ist ja alles andere als ein Heavy Metal, alles andere als ein schweres Metall, eher so an Fäden. Also es hat ja diese Eigenschaft, unglaublich dehnbar zu sein und recycelbar zu sein. Ich würde so an Fäden spinnen, wie so ein Spinnennetz quasi denken jetzt konkret. Ja, also Fan ist also, finde ich, auch ein gutes Bild. Und es ist natürlich auch ein bisschen, wenn man sich so einen Kupferdraht mal vorstellt, ist es natürlich auch eine Form, letztendlich auch eine Brücke zur Grafik, ne, zur Linie zu schlagen. Und durch diese Schatten halt ist es ja fast so, als würde nochmal eine Zeichnung an die Wand durch den Schatten gezeichnet. Wir haben hier nochmal eine Ansicht aus einer Präsentation, aus einer Ausstellungspräsentation in der Galerie. Und Sie sehen halt, die Antonella Zazzera arbeitet auch nicht nur, dass der Draht gebogen wird halt und dann eben diesen Schattenwurf macht, wie wir es eben gesehen haben, sondern das wird teilweise auch fast schon verwoben halt, dass es halt wirklich auch so eine feste Struktur bekommt, aus der sie
quasi dann wiederum halt Objekte rollen kann, wie man es vielleicht auch ganz gut schon erkennen kann. Spannend auch, weil, wenn ich das kurz einwerfen darf, man hat ja fast so den Eindruck, als handelt es sich gar nicht mehr um Kupfer, als wäre das so irgendwie Bastmäßiges, also ja, ein natürlicher Stoff, ne? Also und ganz richtig, dass es wie so ein Teppichcharakter eigentlich hat, dieser ja, kupferne und webende Technik. Sehr spannend, ja. Ja, und dieser Hinweis ist auch sehr gut, weil tatsächlich kann man sagen, dass die Künstlerinnen und Künstler wirklich auch immer ausloten, was ist eigentlich möglich mit diesem Material? Wie weit kann ich eigentlich gehen, um wirklich für mich noch ein Ergebnis zu schaffen, wo ich sage, ja, das ist etwas, was ich mit diesem Material auch erreichen wollte. Ja, wir haben jetzt tatsächlich ja Stein und Metall gehabt und kommen jetzt eigentlich zu auch einem traditionellen Material. Und vielleicht erahnen Sie, was wir da sehen können, Egon Digon mit Holz. Und wir haben hier auch einen Künstler, der eigentlich ja, mit den geometrischen Formen arbeitet. Sie sehen hier eigentlich, die Grundform ist das Quadrat. Aber gerade der Egon Digon, der beschäftigt sich nämlich damit, dass wir eigentlich sowieso schon in unserem Alltag permanent irgendwie eingezwängt werden, halt in ein bestimmtes Raster gezwängt werden. Und schauen Sie mal, was er auf diese Art und Weise mit seinem Holz macht. Er bringt es wirklich in eine gänzlich andere Form und zwar so virtuos, dass man eigentlich den Eindruck hat, es würde sich dabei nicht um Holz handeln. Ja, genau, ganz richtig. Also ich finde vor allem auf den ersten Blick wirkt es wie so Schaumstoff, der so knuffig eingepackt ist oder ja mit diesen Bändern eingerollt oder eingezwängt ist. Also faszinierend. Wenn ich so verraten darf, handelt es sich ja um Lindenholz. Und das ist ein sehr, sehr beliebter Stoff eigentlich aus der Spätgotik. Also man nennt das ja auch das heilige Holz, weil ja da die Madonnen und die ganzen heiligen Figuren eigentlich mit dem Holz bearbeitet wurden. Ja, hat natürlich diesen weichen Charakter, also man kann ihn sehr gut bearbeiten, aber ein schönes Beispiel eben für so eine visuelle Täuschung, dass eben nicht aus Form und Farbe, sondern aus Form und Material eine optische Täuschung erzeugt wird. Genau. Ja, nee, wunderbar. Also wir haben ja wirklich, das ist alles aus diesem Holz gefertigt. Und ja, also wie gesagt, hier keine figürliche Darstellung, sondern eben mit diesen geometrischen Formen gespielt. Ich darf Sie noch mal daran erinnern, dass Sie uns gerne Fragen stellen dürfen. Also Laura hat das dann im Blick und wird dann am Ende unserer Präsentation die Fragen stellen, die Sie uns jetzt schicken. Wir gehen weiter vom Holz sozusagen nicht sehr weit halt, nämlich zum Papier. Und Papier hat natürlich eine große Tradition, auch in der Kunstgeschichte, vor allen Dingen natürlich im asiatischen Raum. Es ist aber eben auch Bildträger, denken Sie an die Grafiken halt, aber hier etwas gänzlich anderes halt. Die Angela Gleitscher, die ist Bildhauerin und zwar Bildhauerin mit Papier. Tatsächlich hat sie auch wirklich begonnen mit Holz, aber sie ist dann zum Papier übergegangen und Sie erkennen es vielleicht. Also wir haben hier tatsächlich auch das industriell gefertigte Papier, welches sie nicht nur zu Wandobjekten macht, sondern auch richtig zu großen Rauminstallationen. Hier haben wir eine Aufnahme, wo wir eigentlich das uneingefärbte Papier sehen. Aber Sie sehen, durch die Schatten und durch das Licht, was wir hier haben und durch die unterschiedlichen Risse, denn sie reißt das Papier, ja, und damit entstehen natürlich auch unterschiedliche Reißkanten. Dadurch schafft sie natürlich nochmal eine ganz andere Struktur und auch nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Volumen. Ja, und wie du auch gesagt hast, also Angela Gleitzer spielt ja auch mit Papier in kleinen Arbeiten, aber vor allem in wirklich großen Rauminstallationen, wo dann der
Betrachter eigentlich auch eine ganz andere Raumwahrnehmung gewinnt durch den Einsatz von Papier und wo auch erst durch das Licht des jeweiligen Raumes eine gewisse, ja, ein gewisses Farbspektrum entsteht. Mhm. Ja, und das nämlich, obwohl es ja eigentlich wirklich nur dieses weiße Papier ist, halt, das wir hier haben, also das uneingefärbte Papier, aber es ist halt wirklich, bekommt dann nochmal ein ganz anderes Farbspiel halt durch den Schatten, durch das unterschiedliche Licht. Mhm. Ja, Papier hatten wir gerade eben. Und jetzt gehen wir zu einem Material über, was auch sehr wichtig ist, aber was wir vielleicht auch immer ein bisschen mehr mit dem Kunsthandwerk oder dem Handwerk überhaupt oder der Handarbeit verbinden. Wir haben nämlich tatsächlich hier von Richard Helwin eine Arbeit oder zwei Arbeiten. Und wenn man genau hinschaut, also bei der Arbeit, wo wir dieses halbe Gesicht sehen, könnte man ja noch glauben, es handelt sich vielleicht um eine Zeichnung. Das ist es aber nicht, sondern wir haben hier tatsächlich Stickerei. Ich gehöre noch einer Generation an der Schule, an der Grundschule habe ich noch Handarbeit und Werken gehabt. Das heißt also Kreuzstich und Steppstich ist mir durchaus noch bekannt. Und hier haben wir natürlich auch ein bisschen so das Spiel auf der einen Seite wiederum mit der Linie und mit den Fäden, auf der anderen Seite aber eben auch ein bisschen die Frage nach der Mode. Und Sie haben es richtig gesehen, das ist ja ein junger Mann und keine Frau. Und wir haben natürlich oftmals immer noch so ein bisschen das Klischee auch im Kopf, ne? Handarbeit, das ist vor allen Dingen etwas für Frauen. Wir denken vielleicht sogar mal ans Bauhaus. Mhm. Laura? Ja, genau. Also wie du das schon angedeutet hast, die Weberei ist ja vor allem auch weiblich konnotiert oder der Frau zugesprochen. Und mir fällt gerade so ein Spruch von Oskar Schlemmer ein, der ja auch am Bauhaus gelehrt hat. Und der sagte, wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt und sei es auch nur aus Zeitvertreib. Also da sieht man schon, diese negative Assoziation, und 1920 war ja auch die Weberei im Bauhaus dann als reine Frauenklasse benannt worden. Und bis heute würde ich sagen, ist Weberei so als Kunsthandwerk der Frau und auch ein bisschen negativ. Genau, und jetzt haben wir hier natürlich also die Frage überhaupt so mit diesem Textil. Ne? Wir haben ja jetzt hier Stickerei halt, aber auch das, also wir haben natürlich auf der einen Seite den etwas kuriosen Aspekt, dass gerade wenn Sie an die Haute Couture denken, und da geht es ein bisschen auch so bei dieser Reihe, die wir hier haben, nämlich It's Beautiful Then Gone, dass er sich nämlich auch auf diese Mode bezieht, auf diese Welt der Mode. Und wenn Sie da aber sich mal überlegen, wie viele Modedesigner der Haute Couture, nämlich Männer, waren und sind, dann haben wir nämlich genau das wiederum Umgekehrte an dieser Stelle. Ja, wir haben hier eben Textil gehabt und tatsächlich hat Laura mich noch mal darauf hingewiesen, naja, wir haben ja auch ein besonderes Jahr und da würde ja dann doch ein Stoff fehlen. Und ich habe den sehr gerne mit hineingenommen. Hier Peter Weber, Horizontale. Und Sie ahnen es vielleicht, auf welchen Künstler die Laura verweisen wollte. Ja, wahrscheinlich geht es um Joseph Beuys. Wir feiern ja das diesjährige 100-jährige Jubiläum. Und wenn man an Joseph Beuys denkt, natürlich denkt man auch gleich an einige Materialien, zum Beispiel Filz, Fett, Kupfer oder Blutwurst. Aber hier in dem Fall haben wir Peter Weber, der eigentlich vom Papierfalten gekommen ist. Also Origami sagt Ihnen vielleicht was, was Kinder ja auch gerne machen. Und dann später ist er großflächig zum Filz gekommen.
Genau, und der Filz, den wir hier wirklich sehen, ist halt wirklich nur gefaltet, ja. Sie sehen ihn auch in einer wunderbaren blauen Farbe und eigentlich vom Material sehr reduziert, aber Sie sehen, welche Formen, Vielfalt auch tatsächlich Peter Weber halt mit diesem Material Filz herausbekommen kann halt und welchen räumlichen Eindruck man auch wirklich nur durch diese Faltung erhält. Ja, und Filz ist ja auch ein sehr widerspenstiges Material, ne? Und Josef Beuys hat das ja auch immer so als wärmespeicherndes, also etwas, was schützend Wärme, Wärme zu, der Wärme letztlich zu energiereichen Material zugeordnet. Sehr faszinierend, ja. Ja, und dann kommen wir jetzt wirklich noch zu einem anderen Material. Vielleicht erahnen Sie, was wir da sehen können. Also es leuchtet gülden und es handelt sich tatsächlich um Gold. Aber was mag wohl dieses andere Material sein? Hier sind wir in der glücklichen Lage, dass wir Ihnen einfach mal den Künstler vorstellen können. Und zwar in Form eines kleinen Films. Und er wird dann mal selber sprechen. Mein Name ist Tim Bengel, ich bin 27 Jahre und komme aus Stuttgart und mache Kunst. Meine Herangehensweise an die Kunst war schon immer, dass ich Dinge anders machen wollte als die anderen und ich wollte mir was Neues suchen und irgendwann bin ich dann eben auf Gold und Sand gestoßen. Der erste Schritt ist immer das Auftragen von dem Klebstoff auf die Alu-Dibond-Platte und wenn der Klebstoff dann bereit ist zum Bearbeiten, dann werden die verschiedenen Materialien aufgetragen. Meistens starte ich mit dem Gold, dann dem schwarzen Sand, aber das ist von Bild zu Bild unterschiedlich. Gold ist für mich auch ein zeitloses Element, eine zeitlose Farbe, genauso wie Schwarz-Weiß. Und zusammen harmoniert es einfach perfekt und ergibt ein zeitloses Bild. Der spezielle Kleber lässt mir zum Glück die Freiheit, dass ich wirklich mehrere Wochen an so einem Bild arbeiten kann, weil der so langsam trocknet und die Zeit brauche ich dann auch. Ja, ich finde, Kunst sollte nicht direkt alle Antworten liefern, sondern eher die Fragen stellen. Deswegen finde ich es gut, dass meine Bilder auch noch ein bisschen was Mysteriöses haben und der Betrachter sich wirklich fragen muss, wie macht er das im Detail? Die Fertigstellung von dem Bild ist auch immer ein ganz besonderer Moment und ich genieße es auch manchmal, dass dann da keiner dabei ist, sondern dass ich den Moment nur für mich habe. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn sich ein Künstler mal ein bisschen rar macht und sich nicht vollkommen der Öffentlichkeit ausliefert. Also meiner Ansicht nach ist Social Media heute super wichtig, weil es reicht einfach nicht mehr, nur noch ein Bild auszustellen. Die Leute wollen einfach wissen, was verbirgt sich hinter dem Künstler, wie macht er seine Arbeiten. Die Leute wollen einfach mehr als nur das Bild und das kann man über Social Media super kommunizieren und das habe ich ganz gut ausgespielt und deswegen ging es bei mir so schnell nach oben. Ja, und Sie haben jetzt sicherlich einen Eindruck bekommen, um welches Material es sich hier handelt. Das ist wirklich Gold und Sand. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Gold natürlich als das edle Material und Sand eigentlich, es gibt ja den schönen Spruch wie Sand am Meer, aber tatsächlich mittlerweile ist Sand ja auch ein sehr rares Material, ein sehr rares Gut, sodass wir hier wirklich, kann man sagen, mittlerweile zwei sehr edle Materialien auf dem Bild sehen können. Sie haben ein bisschen gesehen, wie der Tim Bengel arbeitet. Und er hat auch ein bisschen was erzählt über Social Media und vielleicht haben Sie ja dazu eine Frage, die Sie dann jetzt natürlich sehr gerne stellen können und die wir versuchen zu bearbeiten. So, wir haben als nächstes wirklich gänzlich andere Materialien. Und zwar haben wir jetzt nämlich auch tatsächlich mal eine Figur, beziehungsweise zwei Figuren. Wir gehen jetzt ins Tierreich, beziehungsweise ins Vogelreich. Und Sie sehen hier diese wunderbare Blaumeise halt. Was können wir da eigentlich alles so entdecken? Laura, magst du mir mal gerade helfen, was wir alles sehen können? Ja, gut. Also ganz links würde ich sagen, da sieht man natürlich auf jeden Fall einen Autoreifen, Skateboards als Flügel, eine Milchkanne,
schätze ich. Dann vielleicht Hockeyschläger ungefärbt und Gummistiefel. Genau. Und wir haben da wirklich auch noch so einen Moped-Helm. Der ist nämlich auch noch der Kopf dieser Blaumeise. Und wir haben ja einen jungen Schweizer Künstler, Matthias Garf. Und der ist tatsächlich, also er selber beschreibt es auch so, dass er sein Material findet, wenn er zum Beispiel eben spazieren geht, halt auch vor allen Dingen im urbanen Raum. Und immer mal rechts und links guckt, was da alles so herumliegt, was man vielleicht auch einfach mal weggeworfen hat. Und daraus baut er dann nämlich genau diese Figuren, die zum Teil wirklich überlebensgroß sind, also menschlich überlebensgroß, teilweise wirklich auch 2 Meter groß sind und sich dann ordentlich positionieren vor uns als Betrachter und ein bisschen sozusagen den Blick umkehren. Ja, wir, die immer so auf diese kleine Vogelwelt blicken, schauen dann plötzlich, müssen aufschauen halt auf diese dieses Habitat der Vogelwelt. Ja, und ganz tolle Arbeiten auch wegen diesem recycelbaren Material, was wir ja auch schon bei Marcel Duchamp kennen, also Objet Trouvé, gefundene Materialien, die dann zusammengebaut und Neues kreieren. Ja, Matthias Garf hat ja auch diesen ökologischen Ansatz in seiner Arbeit. Genau, also das heißt, er schaut schon sehr genau hin, halt, ne, wie wir eben auch mit Ressourcen umgehen und versucht eigentlich auch mit dieser Materialwahl ein bisschen uns zu beschreiben, wo wir uns eigentlich befinden und wie wir eigentlich auch mit den einzelnen Materialien umgehen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Künstler und zu einer ganz anderen Form. Schauen Sie sich das mal an. Wunderbare Mosaiken. Ja, Sie sehen hier auch die glänzende Oberfläche halt dieser Mosaiken. Fahar al-Sali, der Künstler. Aber das ist jetzt hier nicht das, was Sie vielleicht erwarten. Es ist jetzt nicht der gebrannte Ton, der lasiert wird. Nein, wir haben ja ein Foto vom Künstler im Atelier und vielleicht erahnen Sie, welches Material er verwendet. Es sind handelsübliche Haushaltsschwämme, die hier verwendet werden. Und mit diesen Haushaltsschwämmen halt kreiert Fahar al-Sali tatsächlich seine Mosaiken. Etwas, was wir mit dem Häuslichen verbinden, mit dem Reinigen und vor allen Dingen wirklich auch mit dem, womit wir uns täglich umgeben, nämlich was wir zu Hause machen, wenn wir in der Küche etwas reinigen. Ja, Hausbehausung ist mir nur gerade eingefallen, weil ich dieses Stichwort gehört habe. Heimat ist ja auch ein Thema von Fahar al-Sali, wo er immer gerne auch mit diesen Mosaiken die Brücke in die arabische Welt zieht. Und Mosaike, ich weiß nicht, ob das den Zuschauern bekannt ist, auch als Symbol des Wohlstandes der arabischen Welt. Und finde ich sehr spannend und dieser dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich, der hier im Material und der herkömmlichen Idee von Mosaik gezeigt wird. Ja, und eben auch wirklich ein modernes Material, wenn man so will, halt, was ihm hier als Bildträger dient, ne? Diese Schwämme, mit denen er hier wirklich diese Mosaiken kreiert. Ja, und dann wollen wir Ihnen ein bisschen Lust machen, zum einen uns natürlich noch Fragen zu stellen und zum anderen, wir gehen ja jetzt auch langsam, aber sicher so ein bisschen in die Kaffeezeit und da zeigen wir Ihnen hier eine Arbeit von Peter Anton und wir haben hier tatsächlich, Sie sehen, diese Donuts halt, einer scheint schon abhanden gekommen, dieser quietschgrüne und das Material hier, diese Objekte, das ist ein Wandobjekt mit diesen Donuts, ist, was immer angegeben wird, als Mixed Media. Also hier wirklich werden diese Donuts kreiert vom Künstler. Und ja, das Essen in der Kunst ist gar nicht so ungewöhnlich. Also wir kennen das Schlagwort der Eat Art, wobei das meist dann etwas andere Darreichungsformen hat als diese doch sehr, sehr bunte und sehr einladende Form dieser Donuts hier.
Tatsächlich hat der Künstler ja erstmal ein bisschen überlegt, in welche Richtung er gehen möchte. Und Laura, die hat ein ganz schönes Zitat von ihm gefunden. Ja, also eher so eine kleine Anekdote. Also Peter Enten ist ja ein amerikanischer Künstler, lebt und arbeitet dort auch und ist in den 90er Jahren in New York in verschiedenen Galerien gegangen und hat dort auch Kontakte gesucht. Und man hat ihm damals immer gesagt, machen Sie alles, nur nicht Essen. Machen Sie Autos, Zigaretten, Frauen in Bikinis, Sie können alles machen, nur kein Essen. Und offenbar hat Peter Enten da eine gewisse Nische für sich entdeckt und ist vor allem in Amerika eben heute sehr erfolgreich eben mit dieser Objektkunst. Und ja, diese Süßigkeit überhaupt, dieser Überfluss an Essen könnte man ja vielleicht auch negativ interpretieren, aber er möchte eigentlich was sehr Positives, also diese Verführung als etwas sehr Positives darstellen und ja, positive Lust in uns als Rezipienten wecken. Genau, also das finde ich nämlich ist wirklich auch ein ganz, ganz spannender Aspekt halt, dass er nämlich hier tatsächlich nicht das Negative des Überflusses hat, sondern dass er hier tatsächlich auch diese Ästhetik uns zeigen möchte, halt dieses Lustmachen halt, also es gibt ja auch wirklich die Österreicher haben ja diesen schönen Begriff der Zuckerbäckerei halt, wo man wirklich ganz wunderbare Sachen kreieren kann. Und darauf geht er hier nämlich auch so ein bisschen ein. Also es ist eben nicht so diese Negation des Essens halt und dass man eben nicht Lust darauf haben kann, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Und das macht er hier mit diesen Kunst-Donuts, die er uns hier zeigt und zeigt natürlich auch ein bisschen die Kreativität im Prinzip auch eben der Bäcker und der Konditoren halt, ne, die uns natürlich auch mit der Form verführen möchten. Ja, also ich denke mal, dem einen oder anderen halt ist jetzt schon auch ein bisschen Lust, kam schon die Lust, auch mal in ein Stück Kuchen oder in irgendwas hineinzubeißen. Vielleicht haben Sie ja sogar einen Donut vor sich. Tatsächlich frage ich jetzt mal die Laura, haben wir denn eigentlich Fragen? Ja, wir haben schon ein paar Fragen bekommen. Ich sichte gerade. Aber die erste Frage, die ich schon am Anfang rausgesehen habe, ist die Frage zur Auswahl. Roswitha, wir haben ja jetzt einiges Material gesehen, viele verschiedene Positionen mit unterschiedlichem Material, Stein, Kupfer, Bronze, Mixed Media, auch Textilien. Warum aber diese Auswahl? Also wir haben natürlich auch ganz viel Material nicht gesehen. Ja, wir haben kein Glas gesehen beispielsweise, wir haben keinen Kunststoff gesehen halt als Beispiel. Falls es Ihnen aufgefallen ist, wir haben auch keine Malerei gezeigt halt. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht, Ihnen unterschiedliche Materialien zu zeigen. Einerseits natürlich die bekannten, die Laura eben auch schon genannt hat. Und andererseits wollte ich Ihnen aber ganz gerne auch diese Materialien in einer anderen Form präsentieren. Nämlich genau dieser Moment, wo man vielleicht vor einem Kunstwerk steht oder sich dem Kunstwerk nähert und sich erstmal fragt, was ist denn das für ein Material, was ich da sehe? Und das war ein bisschen die Idee. Und zum anderen natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Bronze denken, an Willi Sieber, diese Frage auch, das Spiel mit dem Raum. Ja, es ist ja nicht nur das Objekt, was geschaffen wird, sondern es ist ja auch dieses Spiel mit dem Raum, mit dem Licht. Und teilweise auch wir als Betrachter können durch die Reflexion ja zu einem Akteur wiederum des Kunstwerkes werden. Ja, als nächste Frage, auch eine Frage, die ich schon mehrfach gesehen habe, bezieht sich wahrscheinlich auf Tim Bengel. Da ist die Frage, oder ich stelle jetzt einfach mal so ein bisschen abstrakt übernommen, wie wichtig sind soziale Medien und auch mit dem Hinweis, dass ja über soziale Medien Material gar nicht so qualitativ rüberkommt. Was würdest du sagen? Mhm. Welche Rolle spielen soziale Medien im Kunstbereich? Also bei Tim Bengel ist es natürlich so, dass er wirklich auch sich mit diesem Material, Entschuldigung, mit diesem Material auch beschäftigt. Und er auch die sozialen Medien natürlich für seine Präsentation ausnutzt.
Also es gibt ja wirklich auch, es hat ja fast schon manchmal einen Performance-Charakter, wenn ihr dann wirklich auch sein Werk fertigstellt und es dann aufgestellt wird und der ganze Sand herunterrieselt. Auf der anderen Seite sagt der Tim Bengel ja in diesem Film, den wir gesehen haben, dass er auch eigentlich glaubt, dass die Betrachter, die Kunstfreunde immer auch etwas mehr vom Künstler wissen wollen. Also weit über das, was vielleicht auch nur das Werk zu sehen gibt und preisgibt. Und da muss man natürlich sagen, da gibt es beide Positionen. Auf der einen Seite haben wir die Position von Tim Bengel. Da gibt es natürlich einige Künstler, die sagen natürlich, man versucht halt so viel auch preiszugeben wie möglich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, und auch das hat seine Berechtigung, Künstler, die sagen, wie ich zu meinem Ergebnis komme, wie das Kunstwerk entsteht, das möchte ich gar nicht preisgeben, weil es ist für mich ein Prozess und das Kunstwerk ist das, was am Ende entstanden ist und was dann der Betrachter eben wirklich auch anschauen kann. Und die auch sagen, sie wollen letztendlich von ihrer Persönlichkeit auch nicht sehr viel preisgeben, bis hin natürlich auch zu Künstlern, die unter einer gewissen Anonymität tätig sind. Ja, ganz richtig. Du sprichst da auch an die junge Generation, die natürlich ganz anders aufwächst und auch ganz anders sich zum Kunsthandwerk sozusagen auch neu erfindet. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, da kommt noch eine Frage rein zu Peter Anton. Ja, genau, wie groß sind denn diese Donuts? Also am Ende der Präsentation, ich zeige Ihnen das gerade mal, sehen Sie mal, da sehen Sie die Bildnachweise, denn die Galeristen haben uns dankenswerterweise die Fotos zur Verfügung gestellt und wir haben den Peter Anton halt hier Mixed Media und der ganze Kasten ist 46 mal 68 Zentimeter und dann in der Tiefe 15 Zentimeter. Ja, also diese Donuts sind tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, nämlich ziemlich real, wenn man so will, in der Größe. Also als dass man dann wirklich fast das Gefühl hätte, man müsste jetzt mal einfach so einen nehmen und hineinbeißen. Ja, wunderbar. Gibt es noch Fragen? Wir warten noch einen Moment. Aber vielleicht an dich mal eine Frage, so rum von mir. Und zwar die Frage, was ist denn so dein Lieblingsmaterial? Ich habe mich ja schon so ein bisschen geoutet, indem ich vorhin gesagt habe, naja, ich habe schon so ein Faible für Marmor, wenn der dann noch so gepoliert ist oder diesen Kontrast zwischen polierten und unpolierten Marmor. Und wie sieht es bei dir aus? Oh, ich finde das schwierig so zu sagen. Also ich kann mich, glaube ich, wirklich für vieles begeistern, aber ich mag auch wirklich sehr viele Skulpturen oder Objekte mit Glas tatsächlich. Mhm. Und dann dieses Farbenspiel mit Licht, dann diese Prismen, die dann vielleicht auch nach außen scheinen und dann einen weiteren Raum erzeugen durch dieses, durch Licht. Ja, ich glaube, das ist sowas, was ich auch ganz gerne habe. Hier wird gerade auch die Frage gestellt, ob denn eigentlich, ob es auch Käufer gibt, die im Prinzip Kunstwerke kaufen, nur aufgrund eben dieser Präsentationen, beispielsweise im Internet oder so. Oder nur aufgrund von Fotos. Da muss man natürlich schon sagen, also ganz entscheidend ist und bleibt einfach das direkte Sehen der Kunstwerke. Ja, also die wirklich, also gerade bei den Kunstwerken, die wir jetzt gesehen haben, halt, ja, ist der Eindruck, dass man wirklich das Kunstwerk sieht, dass man es in seiner Größe erfahren kann, halt, dass man mit Reflexionen spielen kann. All das halt kann man natürlich immer auch nur vor Ort sehen. Deshalb freuen sich natürlich die Galeristen auch immer, dass man in die Galerien kommt, halt. Auch hier nochmal der Hinweis: Es gibt natürlich Galerien, die jetzt auch immer Ausstellungen machen zu den Künstlern, die auch in der Art Karlsruhe Selections zu sehen sind, teilweise auch mit Fotos. Und man kann dann natürlich auch in die Galerien hineingehen. Und also vor immer allem, noch.
Pardon. Und vor allem auch, wir hatten ja Willi Sieber gezeigt mit der Bronze. Und er ist ja auch ein Künstler, der vor allem auch sinnliche Wahrnehmung im Betrachter erzeugen möchte. Und das ist auch ein guter Hinweis, dass man eben diese wirkliche, reale Erfahrung nicht richtig ersetzen kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Kunst dennoch auch gekauft wird, auch über Auktionshäuser, die natürlich auch sozial, also über soziale Medienplattformen eben auch nutzen. Also dieser Trend, denke ich, ist auch hat auch eine große Chance und kann neben beidem letztlich bestehen, analog und digital. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir mit der Auswahl und jetzt der Präsentation in Ihnen Lust gemacht haben, dass Sie sich auch wirklich Kunstwerke anschauen, also nicht digital, sondern analog. Wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr 2022 wieder gemeinsam mit Ihnen hier auf der Suche nach besonderen Materialien, nach besonderen Formen hier über die Art Karlsruhe gehen können. Ich weiß, also meine Kolleginnen aus dem Team halt freuen sich da sehr darauf, mit Ihnen dann die Führungen zu machen und natürlich auch immer der Kontakt halt zu den Künstlerinnen und zu den Galeristinnen zu suchen und Ihnen da auch einen gewissen Einblick zu geben. Hinweisen möchte ich natürlich noch auf die kommenden Tage. Bis Sonntag werden wir weiterhin diese Kunsttour im Duett haben zu unterschiedlichen Themen, aber auch noch weiteres Programm halt. Sie entnehmen es auf der Webseite und natürlich freuen wir uns darüber, Sie wiederzusehen halt zu anderen Themen. Sehr spannend morgen die Frage nach der Konzeptkunst und da werden wir uns dann ein bisschen wirklich auf einem ganz anderen Gebiet unterhalten über den Kunstbegriff. In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken, natürlich bei meiner Kollegin Laura aus Freiburg, Laura Soldo. Und ich darf mich an dieser Stelle dann von Ihnen verabschieden und ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust gemacht, Kunst zu sehen. Kunst zu betrachten und immer wieder auch mal neugierig zu sein und neue Sachen zu erfahren. In diesem Sinne grüße ich Sie sehr herzlich hier aus Karlsruhe, direkt von der Messe, aus dem Studio und verabschiede mich mit einem freundlichen Gruß, Ihre Roswitha Zytowski. Mhm.